Jo, Leute, 1 zu 2 gegen S04 muss sich erstmal auf dem Wochenende sacken lassen, verdauen. Ich glaube, wie die meisten Grün-Weißen, und wir können jetzt festhalten, wie auch noch einigen Spielen in der Hinrunde, dass wir eigentlich schon wieder diese verkackte Uhr danach stellen können, dass Werder unfassbar schwach im Herbst dasteht. Persönlich kann ich es zu Teilen verstehen, aufgrund der vielen Verletzten zum Anfang der Saison und der wirklich mäßigen Vorbereitung unter diesen Umständen, aber auf der anderen Seite kommen immer viele Rückkehrer jetzt gerade zurück. Wir finden weiterhin natürlich noch keine Mechanismen, aber wir lassen es auch schon jetzt in den letzten Spielen an den Grundtugenden vermissen. Und ich muss auch sagen, dass wenn wir vor allen Dingen in den letzten Spielen gute Momente, gute Ideen, vor allen Dingen in der Offensive kreieren konnten, war Schalke wieder auf allen Ebenen ein absoluter Rückschritt, verglichen so ein bisschen mit der Pleite gegen die Leipziger, wo bei Werder auch nichts lief, wo bei uns auch nichts lief. Da kommt das Schalke-Spiel dem Ganzen vor allen Dingen aufgrund der mental schwachen Leistung schon sehr nahe. Also wenig Aufbäumen, wenig Konstruktives, und die Schalker waren ja wirklich auch nicht gut in dem Spiel. Sie waren aber einfach ein bisschen bissiger, ein bisschen fokussierter, konzentrierter, wenn man dann vor allen Dingen an den Fehler von Langkamp denkt, wo man sich dann auch wieder nur an den Kopf packt und denkt, wenn wir auch schon irgendwie diese ganzen Mechanismen nicht haben, warum dann einfach so viele individuelle Fehler noch dazu? Dann muss man auch einfach wirklich die Qualität einiger Spieler absolut hinterfragen dürfen. Ich verstehe da auch wirklich den Unmut bei vielen, habe im Moment auch wenig Argumente dafür zu sagen, hey, der Kader ist doch auch gut genug. Ich sehe das nach wie vor so, dass Kofeld der Richtige ist und dass der Kader in Normalbesetzung auch ein guter Kader ist. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, dass gerade so die Defensivleute, die derzeit auf dem Platz stehen, unfassbar mäßig bis schlecht agieren. Also einzig Augustinsson war auch für mich so ein kleiner Lichtblick, dass der da hinten links wieder ist. Das ist ein deutlicher Qualitätsgewinn, jetzt auch verglichen mit den letzten Wochen, aber es bringt natürlich nichts, wenn dann so viele andere Fehler machen. Pavlenka hängt wirklich sehr durch in den letzten Wochen, das ist ein bisschen schade, aber auch da würde ich sagen, Leute, so eine Phase hat man wahrscheinlich auch mal als Torwart, da ist es halt einfach nur blöd, dass wie in dem letzten und vorletzten Spiel vor allen Dingen Fehler bei ihm dann direkt zu Gegentoren führen, ähnlich wie bei Innenverteidigern ist das wirklich eine blöde Position, um individuelle Fehler einzuleiten. Aber ich möchte auch gar nicht allzu viele Worte zu verlieren. Das Spiel war echt schlecht, wir haben da eigentlich keine Argumente, irgendwas gut zu reden, wir müssen viel arbeiten, wir stecken im Abstiegskampf, punktetechnisch, ergebnistechnisch, alles andere sollte man jetzt erstmal außen vor lassen. Wer weiß, vielleicht starten wir wieder, wie so oft auch eine Aufholjagd und kommen dann wieder irgendwie nach oben, verpassen am Ende Europa dann irgendwie knapp. Wäre dann auch wieder so ein bisschen Werder-like, aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht weiter irgendwie so ein bisschen die Schönheit des eigenen Spiels, des Werder-Wegs zu schön reden und wirklich aufpassen, dass es mental mit uns nicht zu viel Negatives macht, weil es ist halt jetzt wieder ein negatives Ergebnis. Es wird dafür sorgen, dass die Spieler unzufriedener sind, dass sie eigene Sachen mehr hinterfragen, dass Kofeld mehr eigenes Handeln hinterfragt und dass halt einfach ein bisschen mehr Unruhe reinkommt. Deshalb ist das Spiel, das nächste Spiel in Wolfsburg, umso wichtiger. Kein einfaches, aber es muss Werder einfach irgendwie gewinnen. Ich weiß aktuell noch nicht wie, aber dem können wir uns dann auch erst in der nächsten Woche widmen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie ihr das Spiel fandet. Also ich bin sehr, 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 sehr bedient nach dieser, ja, sehr schlechten, schwachen Leistung gegen Schalke und da erstmal fast gar nicht mehr, was man zu sagen soll. Also Leute, reingehauen, bis zum nächsten, hoffentlich deutlich besseren Spiel.